Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon alle im Titel gesehen und ich wünschte, es wäre auch ein Joke. Ist es leider nicht. Ich bin eben gerade online gekommen, bin zum Projekt gegangen und musste Folgendes sehen. Es ist jetzt nicht so ein großer Schaden hier entstanden. Also, das Haus steht wenigstens noch, der Bereich und das da hinten, beziehungsweise allgemein die Grasfläche steht noch. Allerdings sieht man hier, dass hier anscheinend Leute waren, irgendwie die Koordinaten bekommen haben oder was auch immer. Und sich hier so einen Spaß erlaubt haben, indem sie hier alles kaputt machen. Jetzt nicht alles, sondern nur so ein bisschen. Trotzdem müssten wir jetzt in dem Falle, einfach weil es unsicher ist, alles nochmal abreißen, irgendwo anders hingehen, das wieder aufbauen. Und ganz ehrlich, das freut mich. Weil wenn die Koordinaten wirklich irgendwie offen, öffentlich sind und wirklich Leute diese Koordinaten haben, können wir hier nicht wieder weiterbauen und alles aufbauen. Das funktioniert so nicht. Sonst wird das Spiel immer wieder von vorne gehen und darauf haben Alex so wie ich keinen Bock. Wir wissen jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir machen sollen. Beziehungsweise ich weiß nicht, was ich machen soll. Alex weiß es noch gar nicht, dass hier irgendwas kaputt ist. Das Einzige, was ich vorschlagen kann, dass wir es neu bauen, irgendwo komplett woanders. Oder halt ein anderes Projekt anfangen. Das könnt ihr gerne entscheiden. So, schreibt es in die Kommentare, ob wir das hier weiter aufbauen sollen. Oder irgendwas anderes machen sollen. So, auf jeden Fall ist die Motivation gerade dezent am Arsch. Ich gebe natürlich hier keinem die Schuld, alles gut. Die einzigen Leute, die hier hin konnten, waren nur Totsuki, Rebell und dann noch die Teammitglieder. Ich glaube, keiner von denen, dass die hier gegrieft haben, das denke ich mal nicht. Dafür haben die, ach, sind die zu loyal, denke ich mal. Es sei denn, einer von denen hat hier Leute hingebracht, das kann natürlich sein, aber das bezweifle ich natürlich. Ich denke aber auch Leute, die sind hier hingekommen, ich habe noch nicht in die Truhen geschaut, aber ja. Es ist nicht geil, so das zu sehen, online zu kommen, dann da zu spawnen, sehen, dass hier etwas bombardiert wurde. Absoluter Bullshit, meiner Meinung nach. Die Motivation, wie gesagt, absolut im Keller, irgendwas nochmal hier zu machen. Ich werd natürlich versuchen, mich irgendwie noch aufzupäppeln und dann hier irgendwas noch irgendwas machen zu können. Allgemein, als kalter Freebit macht mir auf jeden Fall Spaß, so ist nicht. Allerdings, das jetzt hier zu sehen, geht natürlich die Motivation dezent am Arsch. Hoffentlich, das kann man irgendwie verstehen. Natürlich ist jetzt ist nicht der große Schaden entstanden. Ich meine, das Haus steht noch, das Jumpman steht auch noch. Aber wenn die Koordinaten wirklich irgendwo um Umlaufbahn sind, macht das für uns wenig Sinn, hier noch irgendwas zu machen. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen, ob wir irgendwo überhaupt noch was machen sollen. Deswegen, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Lasst eine Bewertung oder schreibt in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Haut rein und ciao, Leute. Drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey.